Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zur 60. Folge von meinem Lego Let's Play. Schon crazy, dass wir jetzt die 60. Folge haben. In der letzten Folge haben wir das Wüstendorf hier auf Level 10 gemacht. Und das war somit das letzte Dorf, was wir auf 10 hätten machen müssen. So, und jetzt eigentlich können wir wieder backgehen. Weil wir sind hier fertig. Ich habe was Neues freigeschalten. Was habe ich Neues freigeschalten? Ah, die Statue. Ja, nevermind. Also eigentlich habe ich nichts Neues freigeschalten. Wir fliegen jetzt auf jeden Fall erstmal zurück in die Arktik, weil ich bin der Meinung, ich habe hier nichts mehr vorgehabt. Ich wollte hier eigentlich nur kurz auf Level 10 das Dorf packen und dann wollte ich direkt losgehen. Huch, ich bin fast runtergefallen. Huch, ich bin fast wieder runtergefallen. Aber auf jeden Fall, ja Freunde, erzählt mal, wie geht's euch? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Heute war, finde ich, ein super geiler Tag. Seitdem ich auch übrigens den Skin jetzt hier habe, Junge, geht's geil. Also sind meine Runden besser geworden. Also habe ich so das Gefühl, Vorteil ist maybe doch ein Pay to Win. Ich habe viel mehr FPS plötzlich. Ja, aber erzählt mal, wie geht's euch? Heute ist ein geiler Tag, ist schönes Wetter. Ja, man kann sich echt, also man kann sich halt echt gar nicht beschweren. Ich muss in die Richtung fliegen. Das heißt, Lenkung und Triebwerk kann ich auch schon mal starten. Ach Manu, es ist immer das Gleiche. Ist die Linkslenkung jetzt nur verbuggt oder ist sie rausgeflogen? Ja, ich hab halt mal nur rausgeflogen, weil, nur verbuggt, weil ich hab... Ja, guck mal, die ist verbuggt, sonst könnte ich da so easy hinlaufen. Ich kann halt schwer unter, unten drunter schauen, unter das Flugzeug. Weil wir fliegen jetzt einfach mal so. Ich glaube, wir kommen so auch an. Es ist halb so wild. Heute ist ein wunderschöner Tag. Es ist Donnerstag, Freunde. Ein Tag vor Wochenende. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Ich finde Donnerstag ist einer der allerbesten Tage in der Woche. Donnerstag, Freitag, Samstag, das sind die besten Tage. Irgendwie bewegen wir uns nicht. Es laggt, es laggt. Ach, guck mal. Ich sag doch, kaum bin ich hier über die World Border, die Biomes Border, buggt's komplett. Es ist die Biomes Border, hundertprozentig. Ich hab's in der letzten Folge schon gesagt. Es ist auch so. Also ich finde, Donnerstag ist persönlich, also für mich persönlich der beste Tag oder einer der besten Tage in der Woche, weil einfach Donnerstag ist der Tag vor Freitag und Freitag ist sowieso immer ein entspannter und chilliger Tag und kurzer Tag auf Arbeit und alles drum und dran. Samstag ist halt Samstag, das ist undefeated, das ist einfach der beste Tag. Ist einfach fast der allerbeste Tag in der Woche, da change my mind, es gibt keinen besseren Tag als Samstag, finde ich. Habe ich Samstag oder Freitag gerade übersprungen? Nee, Freitag habe ich nicht übersprungen. Samstag ist einfach der allerbeste Tag irgendwie, finde ich, in der Woche. Und dann gibt es halt noch Sonntag. Ich meine, Sonntag ist auch ein geiler Tag. Da ist so, wird viel gechillt. Oh Mann, wir fliegen genau auf den Berg. Ich habe gehofft, ich war weiter weg. Gut, das heißt, ich muss jetzt hier einmal wenden. Bitte bug danach zurück. Ich will dich danach nochmal aktivieren. Oder ich muss dich danach sogar nochmal aktivieren. Was geht denn jetzt ab? Ja, ja, ja. Alles so geil. Ich könnte meinen, ich hätte ein Star Wars Flugzeug, dass die Lenkungstriebwerke so vorne dran sind. Ah, verrückt, verrückt. Und ich habe schon wieder fast kein Essen. Es ist ein Fluch. Es ist einfach ein Fluch. Aber naja, was soll ich machen? Ne? Wir fliegen jetzt erstmal auf jeden Fall mal rüber. Schaut heute auf jeden Fall im Stream vorbei, meine Freunde, wenn ihr die Folge heute noch am Donnerstag seht, weil heute gehe ich mit meinem Mod Levin in ein Private Cup rein. Ja, Fortnite Private Cup, wenn euch das interessiert, schaut da auf jeden Fall. Ich kann nichts mehr machen. Ach, warte mal, vorne war die linke gefehlt. Jetzt fehlt die rechte. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach nee, warte mal. Das ist die rechte, die ist aber jetzt auf dem linken Platz irgendwie. Ja, das check ich nicht mehr. Es macht einfach überhaupt gar nichts mehr Sinn. Jetzt wisst ihr mal, was für Probleme ich habe, wenn ich nach Hause fliegen möchte jedes Mal. Oh, es ist ein einziges Chaos. Hilfe, Hilfe, sagt immer der Peter bei mir auf der Arbeit. Weiser Mann, weiser Mann. Aber auf jeden Fall, schaut ganz gerne heute mal in den Private Cup vorbei. Der Private Cup beginnt um 17.30 Uhr. Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass ich bis dahin alles, die Folge zumindest mal hochgeladen habe. Damit ihr ja dann in dem Fall auch rechtzeitig reinschauen könnt. Falls nicht, das ist ein bisschen 14.30 Uhr, sag ich mein 17.30 Uhr. Falls ich das falsch gesagt habe, tut es mir leid. 17.30 Uhr. Schaut auf jeden Fall ganz gerne mal vorbei. Dann könnt ihr mich A live sehen und zweitens könnt ihr mal den Private Cup sehen. Da geht es nämlich auch um Earnings. Ich glaube aber nicht, dass die dann im Tracker angezeigt werden. So Private Cups sind immer
immer was anderes, glaube ich. Aber ich muss dazu sagen, ich bin sehr gehypt. Ich habe jetzt die letzten paar Tage, hatte ich echt keine guten Runden gehabt, tatsächlich hier in Fortnite. Also ich war, von meiner Mentalität war ich, glaube ich, einfach so sehr am Boden. Oder ich war einfach allgemein auch sehr, sehr müde, einfach wegen der Frühschicht auch. Aber jetzt sieht es bei mir wirklich viel besser aus, auch gerade eben die Runde. Leider Zweiter, weil mich die Zone gefinisht hat, weil ich habe es nicht mehr geschafft reinzukommen. Aber ja, die Runden laufen immer besser. Ich bin sehr, 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 sehr hyped. Warte, wo ist denn mein... Ich bin ja schon lang vorbei. Damn. Im Dunkeln zu fliegen ist halt auch echt so eine Sache. Als ob ich ein Pilot wäre. Als ob... Ich hab Standbild. Oh, als ob ich ein Pilot wäre. Komme ich hier perfekt jetzt rein. So, Trautesheim, Glück allein oder wie auch immer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Bock gerade, die Schwebebahn weiterzubauen in der Folge. Ich baue ein bisschen hier die Straßen weiter. Und dann, ja. Oh, auf jeden Fall, also ich baue in der Folge nur ein bisschen die Straßen weiter. Ich habe ehrlich gesagt nicht so Bock, die Schwebebahn weiterzubauen. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz fix schnelles Holz sammeln. Ah, warte, Essen brauche ich ja auch noch. Ich mag zwar Fleisch nicht so, weil es ewig lang zum Essen ist. Und es gibt auch nicht so viel Hungerbalken. Aber wir nehmen, was wir bekommen, ne? Wir können es uns nicht aussuchen und deswegen machen wir es auch nicht. Aber ich bin jetzt echt, also eigentlich hätte ich gedacht, dass mit Vollendung oder mit Level, mit, also dass ich jetzt Level... Alter, ich habe mich gerade so krass versprochen, ich habe mich gefühlt wie exklusiv. Dass wir jetzt Level 10 sind mit jedem Dorf. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, wir bekommen dafür irgendwas. So, I don't know, Alter. Also ich kann... Irgendwas habe ich halt. Ich habe mit irgendetwas gerechnet. Das nichts Krasses, aber halt etwas. Und ich wurde enttäuscht. Aber was sollen wir machen? Wir bauen... Ja, hör mal. Und dann bauen wir uns hier so. Einmal weiter. Ja, und wieder leer gegangen. Oh, ich bin stuck. Wir müssen auf jeden Fall mal hier die Wege wenigstens im Dorf fertig bauen. Also... Und dekorieren auch in den Häusern. Das sind alles so Sachen, die fehlen einfach. Aber ich halte mich da jetzt mal dran in dieser Folge, hier ein bisschen mal aufzuräumen, ein bisschen schön zu machen, weil ich meine, es gibt halt einfach Tage, da habe ich Bock, also was Großes zu bauen und dann habe ich mir wieder Bock, nichts Großes zu bauen. Vor allem dazu muss ich auch sagen, ich habe heute echt sehr wenig Zeit, deswegen entweder wird die Folge sehr, sehr viel kleiner als sonst, weil ich nehme auch bewusst wenig auf. Gleichzeitig rede ich aber sehr viel. Kann sein, dass ich halt auch einfach dann trotzdem 15 Minuten voll bekomme. Aber so inhaltliches, es wird einfach nicht viel passieren. Also ich werde jetzt einfach den Weg machen, bis dann wahrscheinlich dann noch ein Haus fertig dekorieren und dann geht's auch wieder weiter. Ich mache den gar keinen Schaden. Den zwei Schaden einfach bloß. Also ich bin der Meinung, so wie ich es hier jetzt gerade baue, sieht es am besten aus. Aber dann müssen wir hier auf jeden Fall noch einsetzen, oder? Ja, nee, das sieht jetzt an, aber S aus. Was ist denn, wenn ich jetzt... kann ich, hör mal. Kann ich den Boden jetzt hier hinsetzen? Ich könnte ihn ja auch einfach so hinbauen. So, wir müssten halt hier dann noch eine Lösung für finden. Aber das wird kein Problem sein. Ich sammle jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie so ein Tag. Ich habe sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, Redelaune. Wisst ihr, was ich meine? So, wisst ihr, was Redelaune ist? Und an manchen Tagen, als ob ich halt einfach schon meine ganzen Wörter für den Tag aufgebraucht habe, habe ich eigentlich gar nicht so viel Lust zu reden. Aber heute ist irgendwie so, ich könnte jetzt ein Buch schreiben, indem ich es in Text-to-Speech oder Speech-to-Text eingebe und dann einfach ein Buch verfassen. Wäre halt auch eine geile Idee, eigentlich ein Buch zu schreiben, oder nicht? Andererseits, wenn man dann halt Fehler macht und beim Buch was umschreiben möchte, weißt, dann ist es bestimmt ein bisschen blöd, das dann wieder alles zurückzumachen und so weiter und so fort. Aber vielleicht bin ich da ja so ein richtiges Marketing-Teil auf der Schliche, ne? Ne? Okay, dann doch nicht. So, das sieht doch schick aus. Nee, das sieht doch nicht schick aus. Hier muss aufgefüllt werden. Damit es schick aussieht, muss noch ein... Also... ich kann ja nicht einfach ein halbes Ding dahin bauen. Also das ist ja...
Ne? Nee. Ach, Katastrophe mit mir. Wieder ganz schlimm. Aber ich habe super gute Laune. Ich hoffe, ihr habt auch so gute Laune wie ich, Mann. Also ich weiß, ich bin so in einem Redeflow heute. Wir nehmen jetzt hier die Folge auf. Danach muss ich ganz fix meiner Freundin helfen beim Zeitung austragen. Ja, die Laura trägt noch Zeitungen aus. Aber ich sag ganz ehrlich, ich finde das ganz... Also ich finde es echt nice. Sogar irgendwo... Also irgendwo nervt es, logisch so. Ich meine, ich habe deswegen damals aufgehört, Zeitungen auszutragen. Aber irgendwo ist es halt auch geil, weil... es gibt immer diesen einen Tag in der Woche, wo wir dann trotzdem nochmal draußen sind, so und immerhin so mäßig spazieren gehen. Deswegen ist halt doch schon sehr nice. Aber an manchen Tagen bin ich so, boah, was jetzt, Alter, was für austragen gehen, ey. Guck mal, wir füllen das noch so auf, so. Yo, das sieht geil aus. Ah, das sieht geil aus, das sieht sehr nice aus. So, wie sieht's hier denn aus? Was brauche ich denn nochmal hier, um zu dekorieren? Was habe ich denn hier alles hingemacht? Die Wand zum... alles gedrückt, Mann. Floors, nein, ich brauche eine Wall. Ich brauche diese besondere Wall. Das wird die da hier sein, oder? Jawohl, ich brauche Holz und Weins. So, aber dann kann ich da ja schon mal das Zeug hinbauen. Diese Wand, diese Abtrennwand für das, für die Toiletten, die ich dann halt bauen werde. Habe ich nur das oder habe ich da noch mehr? Wäre von Vorteil natürlich, wenn ich mehr habe. Weil ich weiß nicht, ob das für alle reichen würde. Na, sieht sehr schwierig aus, sieht sehr schwierig aus. Aber jetzt fangen wir erstmal an, vielleicht reicht es ja sogar. So, Toilette Nummer 1. Toilette Nummer 2. Das reicht tatsächlich nicht für alle. Da habe ich gesagt, Toilette Nummer 1 und 2, als ob ich die Toilette da schon hingebaut habe. Dabei habe ich jetzt nur die Abtrennwand dafür hingebaut. Was fehlt mir jetzt? Mir fehlt 4 Holz. Dadurch, dass wir halt keine Greenland-Bäume haben, muss ich mich hier mal so Gestrüpp suchen. Was ich mit meinem kleinen Mini-Däger kaputt mach. Guck mal, batz, batz, batz. Okay, ich habe meine 4 Holz, habe ich. Ach nee, ich bin lost. Ich habe nur 2 Holz gebraucht. So, das muss eigentlich reichen, ja. Dann gehen wir jetzt hin. Furniture, Plumbing. Hier eine Toilette. Ich brauche Marble. Guck mal. Ah ja, stimmt, ich habe den ja allen Kühlschränken gegeben, das war ja schon ganz vergessen. Weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich einfach nur Marble habe. Daran könnte es jetzt halt scheitern, dass ich die Toilette baue. Muss ich halt einfach irgendwann mal die Tage mir Marble suchen gehen. Ey, stopp mal, ich habe hier super viel geiles Essen gesehen. Ja, ich habe 3 Marble, ist halt sehr... ich habe nochmal 3 Marble, es wird immer besser. Komm, nochmal Marble. Ja, schade. Aber ich kann auf jeden Fall nochmal. Was kostet so eine Toilette? 4. Okay. Ich kann eine Toilette nochmal hinbauen. Ist leider zu wenig, aber. Ja, was soll ich sagen? Kann man leider nichts machen, ne? Aber habe ich genau die Toilette auch hier stehen? Ich habe so das Gefühl, ich habe eine andere hingestellt. Ist das die da hier? Ja, Tatsache, das ist die da hier. Gut, es gibt hier auch keine andere. Ach, guck mal, warte, ich muss ja was essen. Gut, dann kann ich hier aber, ich glaube, von dem Ding hat es ja eh gepasst. Ich will jetzt aber eigentlich alle Häuser gleich bauen. Was habe ich da noch? Ein Waschbecken habe ich hingebaut. Aber wo habe ich denn das Waschbecken hergeholt? Das ist wieder die nächste Frage. Weil, hier bestimmt. Ja. Ich brauche Holz und Kupferohr. Ja, Kupferohr könnte sagt. Also das könnte wieder ein Ding sein, warum es scheitert, weil Kupferohr zu haben ist nicht so üblich. Ich verballer das ja, wenn dann alles dann schon und lasse es schmelzen. Wie sieht es denn hier aus? Ah doch, ich habe ja noch Kupfer. Ja, okay, das ist geil. Hi, how is your job? Ey, der hat mir gar kein Eisen gemacht. Was soll denn das jetzt? Machen wir wieder Eisen. Ah, der hat mir, glaube ich, gar nie Eisen gemacht, oder? Weiß es ehrlich schon gar nicht mehr. Muss mir mal in die Kommentare schreiben, ob der mir davor Eisen gemacht hat oder nicht. Hab ich kein Sch... Ah, nein, kannte er nicht. Darüber habe ich mich doch noch aufgeregt, dass er das ja eben nicht kann. Aber dafür habe ich ja Brightcore besorgt. Das schmeiße ich dann da jetzt rein.
und mach mir wieder neues Eisen, weil das brauche ich gerade sowieso wieder. Wir brauchen Holz, das heißt, wir besorgen uns jetzt erstmal ein bisschen Holz. Zack, 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 ganz fix darüber. Aber meine Axt geht halt bald kaputt, das ist halt auch wieder so ein blöder Minuspunkt. Am besten würde ich halt auch sagen, wir machen uns zuerst eine neue Axt. Aber jetzt bin ich schon hier, weil mein Gehirn zu langsam denkt. Ich meine, ich kann ja hier noch ein bisschen Holz daraus ziehen. Aus den Beins. Oder aus dem Gestrüpp halt. Oder wenn ich was aufhebe vom Boden. Sowas halt. Oder hier das Holz zum Beispiel. Das geht ja schnell kaputt. Kriege ich ganz schnell wieder Holz dazu. Kommt, hat mir 10 Holz gegeben. Ja, ist ja crazy. Hier nochmal 15. Ah ne, es hat insgesamt 10 und 15 Holz gegeben. Die Bäume hier, die fallen mit einem Schlag, das weiß ich ganz genau. Das war auch Flosspein. Oh, Mano. Katzen sind halt auch einfach was sehr Anstrengendes. Das Luna ist jetzt einfach hingegangen und hat in unserem Wintergarten, das war noch von den Vorbesitzern, das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ein Tarp oder sowas. Und die hat das einfach, die ist da hochgeklettert, hat es komplett zerrissen und jetzt ist, kann man wegschmeißen. Wir machen erstmal, guck mal, ich habe zum Glück mehr Holz mitgenommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt im Endeffekt reicht, aber es doch, es reicht, es reicht. So, dann, was habe ich denn hier noch drin? Ja, die Stühle halt und den Tisch. Hier? Ne. Den da hier. Jawohl. Ja, aber das, dafür reicht mir dann auf jeden Fall nicht mehr. Auf dem Strich einfach. Ah, und da reicht es mir schon gar nicht mehr. Und dann eigentlich nur noch die Sitzmöglichkeiten. Ich würde schon fast sagen, es ist scheißegal, welche ich da mache eigentlich. Aber andererseits... Ne, komm, wir machen in jedem Haus ein anderes. Ein eigenes, ist quasi so ein Signature-Ding. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch unbedingt einen Daumen nach oben, dann abonniere den Kanal, um mich zu unterstützen und um keine weitere Folgen mehr zu verpassen, dann aktiviere doch die Glocke. Falls du doch schon eine Folge verpasst hast, dann gibt es hier über mir die Playlist, da sind alle Folgen drin, die Folge 1 bis jetzt die Folge 60, da sind jede Folge drin. Hier ist mein Twitch-Name oder in der Videobeschreibung verlinkt. Heute ist dann noch ein Fortnite Private Cup, bei dem ich mitmache. Das werde ich alles live streamen, deswegen schaut da gerne mal drin vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wenn du die Folge angeschaut hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Erneut. Tschüssi.